Dieses ganze Gelaber mit von wegen hier, wir zeigen dir, die Sahaba haben dies gemacht, die Sahaba haben das gemacht, die Sahaba haben das gemacht. Was ist das Ziel davon? Das Ziel davon ist zu zeigen, dass die Sahaba einen Fehler gemacht haben. Okay. Und jetzt hat irgendjemand von Ahl-Sunnah wal-Jama'a gesagt, dass die Sahaba keinen Fehler machen? Nein. Das Ziel dieser Leute ist einfach nur, die Dummheit einiger Leute, die sich Ahl-Sunnah zuschreiben, oder die Unwissenheit, sagen wir vielmehr, auszunutzen. Die denken, der Sahabi ist wie ein Prophet. Wir Ahl-Sunnah wal-Jama'a sagt, dass die Propheten sogar Fehler machen können, aber sie werden von diesem Fehler, sie werden nicht auf dem Fehler beharren, sondern von dem Fehler Tauba machen, zum Beispiel wie Adam a.s. oder weltliche Sachen, dass sie bei weltlichen Dingen Fehler machen können. Aber die Botschaft, dass sie darin perfekt sind, so, wenn die Propheten Fehler machen können, und wenn Adam vom falschen Baum gegessen hat und die anderen Sachen, die die Propheten gemacht haben, ja, wie ist es dann erst mit einem Sahabi? Das heißt, und das ist immer das Schema von Ahl-Bidda oder von den Leuten, die einer falschen Meinung folgen, oder sehr oft. Das heißt, man setzt etwas in den Raum, ja, man unterstellt Ahl-Sunnah wal-Jama'a, den Salafis, etwas, was sie gar nicht gesagt haben, und dann fängt man an, diese Sache zu widerlegen. Mit irgendwelchen Aussagen. Zum Beispiel, hier, guck mal, wir haben Beweise, die Sahaba haben Fehler gemacht. Guck mal hier, Omar al-Khattab hat das gemacht, und der hat das gemacht, und der hat das gemacht, und der hat den Fehler gemacht, und der hat den Fehler gemacht, Hatte nie jemand gegen gesprochen. Wir sagen, alles klar. Die Antwort darauf ist ganz einfach. Wir haben nie behauptet, dass ein Sahabi keinen Fehler machen kann. Ja. Der Prophet a.s. sagt sogar, Kullu bani Adam khata'an wa khayru khata'ina tawwabun. Jeder Sohn Adams macht Fehler, die besten die Fehler, man sieht die Tawwabun. Ja. Allah sagt im Koran, Inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbu mutatahirin. Allah liebt diejenigen, die sich reinigen, und diejenigen, die Tauba machen. Von daher ist dieser ganze Punkt, wenn einer kommt, guck mal hier, wir haben eine Überlieferung, der Sahaba hat das und das gemacht, womit Zweifel geweckt werden soll in der Adela von dem Sahabi, beispielsweise. Alle diese Punkte, also in der Redlichkeit, dass er ein guter Mensch ist, alle diese Sachen können wir mit einem Satz widerlegen. Punkt. Wir haben nie gesagt, ein Sahabi ist fehlerfrei. Haben wir nie gesagt. Wir sagen, Ijma'u Sahaba ist ein Hujja, ist ein Beweis, weil der Prophet a.s. schon gesagt hat, La tashtimi'u ummati ala dalal. Meine Umma kommt nicht auf einen Dalal, auf einen irren Weg zusammen. Jetzt guck mal, anderer Weg. Jetzt zum Beispiel Takfiris, beispielsweise. Oder nicht nur Takfiris, sondern auch Leute, die dahin tendieren. Ja? Komme mit der Aussage, Iman, ja, guck mal, Iman ist Kaul wa Amel. Und Etikat ist Glaube im Herzen, Taten mit den Körperteilen und Spruch mit dem Mund. Und dann bringen sie, sie stellen das so hin, hier, die sind falsch, weil der Iman ist auch Taten. Und dann bringen sie 1000 Beweise dafür, dass die Taten mit zum Iman gehören. Da sagen wir von vornherein, haben wir jemals gesagt, die Taten gehören nicht mit zum Iman? Dann wird gesagt, Tarkul Amel, Bilkulliya, Jinsul Amel, dass man keine einzige Tat macht, gehört zu Nawakidul Islam. Okay, wenn das so ist, was hat jetzt derjenige, der beispielsweise fastet, das Gebet macht und so weiter und so fort, aber der hat eine andere Sache gelassen, wo hat er alle Taten gelassen? Der hat viele andere Taten gemacht, das ist also Blödsinn. Genauso beispielsweise diese ganzen, wie zum Beispiel Ahbash und Co. Die sagen, hier, guck mal, diese Leute sagen, Allah ähnelt seiner Schöpfung. Allah ähnelt seiner Schöpfung. Nicht nur, wir haben nie gesagt, Allah ähnelt seiner Schöpfung, sondern wir haben immer gesagt, dass Allah seiner Schöpfung nicht gleicht. Das heißt, alle diese Gruppen kommen immer mit diesem Schema. Die stellen eine Behauptung in den Raum. Die Ahl-Sunnah wal-Jama'ah, die Salafis nie gesagt haben. Und dann kommen sie danach mit den Beweisen dagegen und wollen das dann als Beweis nutzen, dass wir falsch sind. Was sie widerlegt haben, sind nicht wir, sondern was sie widerlegt haben, ist ihre falsche Behauptung, die sie selber aufgestellt haben. Weder haben wir gesagt, dass Gott seiner Schöpfung ähnelt, sondern wir sagen, Allah ähnelt nicht zu niemandem. Weder haben wir gesagt, dass die Sahaba vollkommen fehlerfrei sind, weder haben wir gesagt, dass die Taten nicht zum Iman gehören, sondern wir sagen sogar, dass das vollkommen Unterlassen der Taten unmöglich ist für jemanden, der Iman im Herzen hat. Das heißt, das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun.
love.